Tierfreundinnen und Tierfreunde. Der Kater Püppchen, vorgestellt vor einer Woche, hat ein neues Revier und nette Menschen zum Beschmusen gefunden. Das ist wieder eine gute Vermittlungsnachricht für unsere Zuschauer, die sich mit den vermittelten Tieren freuen. Heute werden Schäfer und Liebhaber für die Hündin Agir gelobt. Agir kommt aus dem Tierschutz Hamburg und wurde dort aus schlechter Haltung geholt. Sie wurde am 3. Juli 2011 geboren. Agir ist eine temperamentvolle, sportliche Hündin, die Versäumtes aufholen möchte. Sie ist sehr menschenfreundlich und will unbedingt dazugehören. Dieses Bedürfnis strahlt sie sofort aus. Menschen mit Hundeerfahrung werden für Agir gesucht, die ihr eine konsequente, aber liebevolle Sicherheit geben können. Kann sie sich richtig orientieren und hat Vertrauen, ist Agir eine folgsame Hündin. Sie wird gern lernen und ihren neuen Menschenfreunden ein guter Begleiter sein. Agir ist stubenrein und macht auch nicht in ihren Zwinger. In Hamburg lebte Agir in einer Hundegruppe, wo sie aber nicht ganz so glücklich war. Begegnet sie ihr an einer Leine Artgenossen, gibt sie sich nicht besonders freundlich. Allerdings kann Agir, wenn sie in einem neuen Zuhause mit geeigneten Menschen angekommen ist, ein ausgeglichener Hund werden. Man merkt ihr an, dass sie eine intelligente, liebenswerte Hündin ist. Die jetzigen Lebensumstände sie allerdings sehr stressen. Bei ihren neuen Menschen soll Agir auf jeden Fall dazugehören und kein Zwingerhund werden. Ein schlechtes Leben hatte sie bereits. Nun soll sie die schönen Seiten eines Hunde-Mensch-Rudels kennenlernen. Und es ist gewiss, dass sie sich dafür mit Souveränität und Treue bedanken wird. Vielleicht eignet sie sich auch gut als Zweithund. Das müsste man ausprobieren.